Wunderschönen guten Morgen. Es ist noch stockdunkel draußen. Oh Gott, mein Sohn glotzt Fernsehen. Ich habe mich gerade angezogen. Es ist 5.18 Uhr und ja, wir fahren heute nach Amrum. Hey, the family. Frankfurter Hauptbahnhof. Wir haben jetzt 6 Uhr, genau. Und hier ist noch die Party. Ist noch Mucke an von der Nacht. 6.02 Uhr. Jetzt holen wir uns erstmal einen Kaffee auf jeden Fall, bis unser ICE fährt. Moin, so heißt es. Hey. Wir haben ein Riesenproblem. In Frankfurt ist die gesamte Anlage ausgefallen. Wann, wo wird der Zug fährt? Stress. Aber wir haben es geschafft. Wir haben einen netten Bahnmitarbeiter fahren können. Zumindest fahren wir planmäßig. 6.57 Uhr. Planmäßig sind wir in Hamburg. Wir müssen jetzt ganz schnell das Gleis wechseln. Wir haben nicht viel Zeit zum Umsteigen. Wir sind in Hamburg angekommen. Hey, so Mama, alles gut? Bisher haben wir echt eine gute Fahrt, also reibungslos. Jetzt gucken wir mal, wie wir Schleswig-Holstein hochkommen und dann auf die Fähre. Wir sind jetzt Hamburg Hauptbahnhof. So, jetzt sind wir im Zug nach Dagebüll und die haben uns die Waggons, die wir reserviert haben, abgehängt. Die sind gar nicht mit dabei. Jetzt sitzen wir hier im Fahrradabteil auf dem Boden mit ganz vielen anderen. Super, 3 Stunden. So, wir halten gleich in Dagebüll. Nein, Quatsch, in Niebel. Und dann, oh Gott, was eine Katastrophe. Wir hatten halt nur unsere reservierten Plätze nicht, weil die Bahn die Waggons nicht angehängt hat. Aber alles gut. Jetzt sind wir gleich in Niebel und dann fahren wir später mit dem Zug zur Fähre. Wir sind in Niebel angekommen. Die letzten also Mama. 2 Jahre überlebt, das schafft er auch. Jetzt müssen wir noch mit dem Fahrstuhl mit dem Koffer runter und dann einen anderen Bahnsteig, um dann zur Fähre zu fahren. Mit einem anderen Zug nochmal weiter schippern, weil ja unsere Waggons abgekoppelt wurden. Freunde getroffen. Jetzt sind wir hier in Niebel und müssen jetzt hier zum Bahnhof. Da kommt das. Jetzt müssen wir hier noch warten. Oh Mann, wir haben ein Schiff verpasst. Aber gut. So, jetzt aber die Koffer hier hin, ab zur Fähre, genau, in den Zug. Genau. So. Oh Mann, jetzt kommen wir ein bisschen später an, aber wir kommen an. Jo, der Zug schmeißt den Motor an, jetzt geht's ja, an die Fähre, genau. Da, wo wir ausgehen. Und sie dachte, es ist Ebbe, wir müssen noch warten, bis unser Schiff fährt. Oh Mann, wie blöd, dass wir unser Schiff um 15 Uhr verpasst haben. Das ist so schade. Jetzt kommen wir halt 2 Stunden später, oder nein, Quatsch, 3 Stunden später auf der Insel an. Aber es ist halt, wie es ist. So, das ist die Fähre direkt nach Föhr. Die können wir jetzt nicht nehmen. Wir müssen jetzt warten, bis sie Amrum fährt um 18 Uhr. Jetzt haben wir noch 2 Stunden Aufenthalt. So, wir stehen an und dürfen gleich aufs Schiff. So, jetzt geht's aufs Schiff. Los, rein! Ihr Hälsekinder. So, wir sind auf dem Schiff. Gehen jetzt hoch ans Deck. Auf dem Schiff. Sehr gut. Oh, die gute Luft. Oh, tut das gut. So, jetzt starten wir aber. Boah, herrlich. So schön. Und so warm. Wir haben jetzt, ja, 18.10 Uhr. So, jetzt halten wir erstmal auf Föhr. Die Autos fahren raus. Und dann geht's weiter nach Amrum. Da hinten ist ein Piratenschiff, das kann man so nicht erkennen auf der Kamera. Aha. Wahrscheinlich. Und bald sind wir auf Amrum. Ist Amrum. Wir gehen jetzt mal langsam zu den Koffern. Da hinten die Halle Klangenes. Da hinten ist der Leuchtturm von Amrum. Das Schiff ist im Bällebad. So, wir haben uns gerade unsere Taschen hier rausgeholt. Und der Gepäck. So. Gleich sind wir da. Wir haben angelegt. So, jetzt müssen wir nur noch warten, dass die Tür aufgeht und wir raus dürfen. Auf der Insel. Yeah. Und das richtige Wetter. So ist das so schön. So wollen wir das haben. Weiter so. Immer so. Die ganze Zeit bitte. Hessebub. So. Hallo Wittdün. Hallo Amrum. Moin. Moin. Jetzt gehen wir erst was essen und dann zu unseren Unterkünften. So. Hier stehen Strandkörbe in Reihe und Glied. Bist du froh, dass wir angekommen sind? Ja. Hast du Hunger? Bärenhunger. Ich auch. Du auch, Hessebub? Oh, nicht die Kamera zuhalten, ist doch blöd. Immer Flausenkopf hier.
So, jetzt sind wir endlich da. Und wir beenden den Film für heute mal. Bis die Tage. Ja.